nicht sichtbar. Jetzt aber. Okay, die machen nichts, also können wir die erstmal außer Acht lassen. Energiezelle, die machen wir erstmal weg. Okay, so, jetzt machen wir erstmal hier wieder eine schöne Breitseite. Bam! Ja, komm mal ran hier. Zack. Also das mit den Gegenständen aufnehmen ist ein bisschen laggy, würde ich sagen. So, jetzt das Geschütz hier. Das Geschütz. Können wir aber auch kürzen, ne? Ich muss sowieso da nur hin. Stimmt. Warte mal, das Geschütz könnte mir gefährlich werden. So. Das ist schon mal weg. Energiezelle. Das war ja einfach. So, jetzt hier Raketen. Wieso noch nicht bereit? Wir sind fast in der Base drinne. Es ist fast nichts mehr da, was uns aufhalten kann. Diese Energiezelle muss weg. Gut. Ich repariere uns mal kurz vorher, bevor wir nach unten durchstoßen sozusagen. Ja. Energiezelle. Ziel nicht sichtbar. Ich werde gerade verarscht hier. So. Jetzt das Geschütz da hinten weg. Jetzt haben wir noch ein paar Jedis. Die räumen aus dem Weg. Ich gehe erstmal jetzt hier ein bisschen runter. So. Laden wir die Raketen auf. So, wir sind eigentlich da jetzt. Um
Wo ist Malcolm? Genau hier. Letzte Chance. Gebt auf oder ich aktiviere die Superwaffe. Vergesst es. Theron, das würdet ihr nicht tun. Es ist vorbei. Legt eure Waffen nieder und ihr könnt diesen Krieg hier und jetzt beenden. Die Republik ist noch nicht am Ende. Nein, aber ihr. Tut es nicht, Malcolm! Ach du Scheiße. Ich sehe eine strahlende Stadt. In Licht eingehüllt. Geschmiedet von den geschmolzenen Göttern. Malcolm! Die Superwaffe ist prächtig. Und sie gehört der Republik! Diese Waffe hat eine ganze Spezies ausgelöscht, die sich ihre Macht zunutze machen wollte. Wenn ihr glaubt, die Kontrolle zu haben, irrt ihr euch gewaltig. Ihr verschließt die Augen vor der Wahrheit. Nein! Die Tore schließen sich! Sir, ihr verliert die Verbindung zum Thron. Die Superwaffensteuerung versagt. Nein! Ich kann sie immer noch sehen. Ich weiß, was ich tun muss. Sie kommen... Es ist zu spät, Theron. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Oh oh. Nicht gut. Okay, die müssen jetzt mal weg hier. Vielleicht kriegen wir die durch... okay. Nummer 1. Schneller, 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 schneller. So. Einen noch. Tommy muss es voll schaffen. Wir haben es gleich. Nee, nicht. Nur kurz vorm Ziel? Ihr doch, nicht geschafft. Recht, mein Sohn. Es tut mir so leid. Sagt eurer Mutter, dass es mir leid tut. Für euch kam die Republik immer an erster Stelle. Dafür habe ich euch immer gehasst. Aber jetzt seid ihr fort. Und ich konnte euch nicht retten. Ich weiß, dass ich eure Schmerzen nicht lindern kann, aber ich bin da, um euch zu helfen, bei jedem eurer Schritte. Danke, das bedeutet mir sehr viel. Die von Malcolm ausgelöste Energiespitze hat die Verteidigung der Superwaffe ausgeschaltet. Und das Signal gestoppt, das unsere Schiffe gesperrt hatte. Die ewige Flotte ist wieder online. Wurde auch Zeit. Commander,
Ich registriere eine enorme Energiespitze bei der Superwaffenanlage. Lasst mich raten. Das ist schlecht. Ich würde eher sagen, katastrophal. Der Waffenkern lädt sich auf und niemand sitzt an der Steuerung. Wenn ihr sie nicht stoppt, kann die Waffe den ganzen Planeten vernichten. Wie lange dauert es noch, bis die Waffe IOK dröstet? Wir reden hier von Minuten. Ihr schafft das niemals rechtzeitig. Moment, ohne den Schild kann ich mich von hier aus in den Hauptcomputer hacken. Und euch so vielleicht genug Zeit verschaffen, um die Waffe an der Quelle zu zerstören. Tut, was immer nötig ist. In der Zwischenzeit sollen unsere Truppen Schutz suchen. Passt auf euch auf. Ihr beide. Ihr auch, Commander. Ewige Flotte. In Position bewegen und alle Frontbatterien aufladen. Es wird Zeit, eine Superwaffe zu zerstören. Oh, ich dachte gerade, ich wäre kurz vorm Ziel noch einmal gestorben. Deswegen habe ich gerade so im... Aber das war nicht der Fall gewesen, ein Glück. So. Was müssen wir jetzt überhaupt tun hier? Warte mal. Oh, die Kiste, ich kann nicht widerstehen. Reise zum Superwaffenkomplex. Mal ein bisschen Kohle einsacken hier. Ja. Wo haben wir den Superwaffenkomplex? Warte mal, man kann doch hier irgendwie per Dingens hier. Wo war das denn gewesen? Dieses Tor, dieses. Schau mal auf die Map. Das ist. Gleich hier vorne. Warte mal, da müsste ich doch auch so hinkommen. Das muss ich auch alleine schaffen. Superwaffenkommandozentrale. So. Oh, das ist doch einfach nur noch. Von wegen nur noch. Warte mal. Genau aufpassen jetzt hier. Warte mal, aber alleine reinlaufen wäre doch blöd. Können wir mal mitnehmen. Lana ist abgehauen. Lana steht noch nicht zur Verfügung. Ich nehme einfach mal jetzt hier Hakan. Ja, ich habe einen Plan, dass wir jetzt da reingehen. Theron, ich habe die Superwaffenanlage erreicht. Wie schalte ich sie ab? Ihr müsst direkt auf die Hauptsteuerung zugreifen. Sucht nach einem Thron, setzt euch und hofft aufs Beste. Bin ich verrückt? Oder ist das jetzt der dritte, den ich heute gesehen habe? Ihr könntet eine Sammlung beginnen. Die Zeit wird knapp. Schnell! Hoffentlich geht das gut. Wo bin ich? Wer seid ihr? Ich bin Wut. Glühende Raserei. Dein Gott. Und dein Zerstörer. In Ordnung, Herr Wut. Kannst du dich beruhigen und mir sagen, wo ich die Superwaffe finde? Die Sechs beugen sich niemandem. Zeig mir deine Wut. Ruhe. Friede.
verwehrter Groll. Ein mittelmäßiges Opfer. Ich bin nicht hergekommen, um mich pieksen und stechen zu lassen. Du hattest keine Wahl. Du wurdest hergelockt. Von der Pflicht geblendet. Durch Vertrauen abgelenkt. Du hast die Klinge an deinem Hals nicht gesehen. Die Wut in deinem Schatten. Der Verräter. Du wurdest verraten. Das ist alles nur ein Trick, um mich wütend zu machen. Wut nährt sich von Wahrheit. Der Verräter hat dich nach Iokard gelockt. Krieg angefacht. Den Antrieb für Wut, Neid, Leidenschaft, Hass und Trauer gezündet. Der Verräter bietet dich nun als exquisites Opfer, Nahrung für die sechs Götter. Ich bin keine Opfergabe. Ich bin deine Zerstörung. Wut! Das sieht nicht gut aus. Jetzt fällst du und die Götter erheben sich. Schiffe der ewigen Flotte! Feuer eröffnen! Wir werden wieder auferstehen! Aber ja. Lana! Keine Sorge, Commander. Ihr seid in Sicherheit. Ich habe die Superwaffe gefunden. Es war ein gigantischer Druide. Ich weiß. Ihr habt im Schlaf geredet. Eure Träume sind fast so schlimm wie meine. Was auch immer das für ein Druide ist, ihr habt ihn mit der ewigen Flotte außer Gefecht gesetzt. Jetzt lädt er sich wieder auf und bereitet einen Gegenangriff vor. Darum müssen wir rasch zuschlagen. Wenn wir zu lange zögern, wird uns der Titan vielleicht alle zerstören. Der Druide war von Wut besessen. Um ihn zu zerstören, müssen wir ihn ruhig halten oder zum Ausrasten bringen. Gut zu wissen. Wir brauchen jeden erdenklichen Vorteil. Zu schade, dass der Druide wohl die geringste unserer Sorgen ist. Jemand hat den Thron sabotiert, während ihr eingestöpselt wart. Habt ihr vielleicht gesehen, wer das war? Nein. Aber der Druide sagte, dass es dieselbe Person war, die uns nach Iokard gelockt hat. Jemand, der mir nahesteht. Diese Verschwörung ist größer, als wir uns vorgestellt haben. Klingt wie ein Täter aus dem inneren Kreis. Nur eine Handvoll Leute könnten nah genug an den Thron herankommen, um ihn zu sabotieren. Wer könnte so etwas getan haben? Theron, ihr, Akina, vielleicht Akina. Asina ist eine Meisterin der Strategie. Wenn ich aus dem Weg geschafft wäre, würde ihr praktisch die Galaxis gehören. Ich war schon immer der Meinung, dass sie einen ausgeprägten Thronneid hat. Warum bei Asina aufhören? Wenn wir schon über Verdächtige reden, müssen wir auch Aego, Whistler, Satil und die gesamte Armee der Allianz mit einschließen. Ganz zu schweigen von Lana. Und verdammt, ja, auch mich müssen wir einschließen. Wer auch immer es ist, ich will, dass er entlarvt wird. Und zwar schnell. Es gibt nur eine Lösung. Ihr müsst alle überwachen. Einen Moment, werte Paranoia-Ministerin. Ihr könnt nicht in jedermanns Privatsphäre eindringen, um eine einzige Ratte zu finden. Ich kann das nicht. Aber unser Commander kann es. Er teilt mir den Befehl und ich fange an, jeden von uns abzuhören. Selbst Theron und mich.
Das ist der einzige Weg, um den Verräter zu finden. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich werde mich wegen eines Verräters nicht gegen meine Anhänger stellen. Sie haben sich mein Vertrauen verdient. Ich bin froh, dass hier noch jemand bei Verstand ist. Vertrauen ist ein Risiko. Jetzt mehr denn je. Ausgezeichnet. Ihr seid wach. Und stärker als jemals zuvor, wie ich sehe. Seid ihr bereit, auf das Schlachtfeld zurückzukehren? Wir haben Malcolm besiegt und die Apokalypse verhindert. Ich glaube, wir können uns eine kleine Feier gönnen. Aber bevor wir feiern, muss ich Agent Shan mein Beileid aussprechen. Euer Vater war ein Langweiler, aber ich habe seine Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld respektiert. Mein Beileid. Was wollt ihr hier, Kaiserin? Ich bin gekommen, um dem Commander meine Genesungswünsche zu überbringen. Und um über unsere weiteren Kriegspläne zu sprechen. Ihr habt die Republik schwer getroffen, aber sie wollen einfach nicht aufgeben. Unser Kampf um Iokard geht weiter. Wir können bei einem Glas Sakulwein unsere nächste Strategie austüfteln. Ich glaube nicht, dass das angemessen wäre, Commander. Noch nicht. Wir müssen Zerstörung auf die Republik niederregnen lassen. Tag und Nacht, bis Iokard mit ihrem Blut getränkt ist. Nur dann werden wir triumphieren. Viel Glück auf dem Schlachtfeld, Commander. Der Sieg wird uns gehören. Ganz schön drastische Ansicht, die sie da hat. Wir bleiben ihr auf der Spur und finden heraus, was sie vor uns verbirgt. Ich verspreche euch, dass wir diesen Verräter finden werden, wer auch immer es ist. Und wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen. Daran habe ich keinen Zweifel. Und während ihr sucht, gewinne ich den Krieg, den er angezettelt hat. Für die ewige Allianz. Möge die Macht uns allen dienen. Ihr nehmt das. Ach, jetzt haben wir Arkham bei uns hier. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Der Kampf um Iokard ist erledigt. Ja, hat mir wieder richtig Spaß gemacht, hier für euch hier das aufzunehmen und euch das hier halt auf der republikanischen Seite auch mal zu präsentieren. Es unterscheidet sich jetzt nicht unbedingt großartig jetzt von der imperialen Seite, aber ja. Es gibt den einen oder anderen, der es vielleicht auch noch nicht gesehen hat, ne? Oder halt lieber es auf der republikanischen Seite sehen möchte, wie auch immer. Es hat mir Spaß gemacht und es geht auch weiter. Krisen auf Umbara, das wäre dann der nächste Punkt. Das präsentiere ich euch dann beim nächsten Mal, weil dann werden wir tatsächlich den richtigen, wirklichen Verräter entlarven und enttarnen. Darauf bin ich mal gespannt. Ich meine, ich weiß, wer es ist. Der eine oder andere von euch weiß es vielleicht nicht. Und ist mal gespannt vielleicht drauf. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wenn es denn hier weitergeht mit der Krise um Umbara. Auf Wiedersehen, euer Rude. Ciao. Und schreibt doch mal was in die Kommentare und Daumen hoch. Dankeschön.